Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories, der Nussknacker. Ja, wir haben immer noch die schaurige Tür vor uns und sollen der kleinen Katze hier helfen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Ich habe eine Blüte, ich habe einen Stern, ich habe ein Schild und ich habe den Nussknacker gefunden. Nur wo komme ich jetzt weiter? Mal sehen, ob ich etwas Metallenes finde, womit es sich öffnen lässt. Vielleicht der Stern. Die Blüte. Aber dann muss ich das ja auch da anwenden, oder? Vielleicht das Schild. Nichts davon funktioniert. Das ist abgeschlossen. Trotzdem probiere ich einfach mal alles aus. Auch nicht. Wie kann ich der Katze helfen? Ja, damit ja wohl gerade auch nicht. Was kann ich jetzt hier noch wieder machen? Das Wappen auf der Brust? Diese Ritterrüstung, warte mal, kann ich dem den Schild wieder zurückgeben? Ja. Und so bewegt er sich dann auch. Oh, in einer verzauberten Nacht, wie dieser erwacht, wo selbst die Ritterrüstung zum Leben. Klar, der wollte sein Schild wieder haben. Jetzt steht die Ritterrüstung wieder still, aber ich könnte schwören, dass sie sich gerade bewegt hat. Hat sie. Ich hab's auch gesehen. Was haben wir hier? There's Mary. Mary. Achso, ich soll klicken, um fortzufahren. The Rat King saw Princess Mary, and he wanted her for himself. His army attacked her dollhouse, but Mary ran away. She knew she wouldn't be able to hide from the rats for long. Tja, das war's mit der Mary. Die Metallstiele scheinen das Tor zu verschließen. Guck mal, ich hab noch eine Rose, die passt dahin. Ich sollte hier etwas einfügen. Noch mehr Rosen. Mary ist so nah, ich muss das Tor irgendwie aufbekommen. Ja. Immer mit der Ruhe. Zu hoch, ich komme nicht heran. Nur Probleme hier. Was haben wir hier? Die Tür ist abgeschlossen. Kleiner Drache. Okay. Aber das wird doch nicht alles hier gewesen sein. Nein, hier haben wir noch was. Hier haben wir den Tannenbaum, den wir einsetzen können. Dann gehe ich jetzt zurück. Nein, wollte die Truhe eigentlich nicht. Was für ein Pech. Der Schlüssel ist im Schlüsselloch festgefroren. Ja, ja, darum kümmern wir uns auch noch. Sieht aus, als hat der Rattenkönig seine eigene Armee. Ich sollte vorsichtig sein. Mann. Okay. Aber wir setzen jetzt hier den Tannenbaum erstmal ein. Dies ist die Geschichte von Marys Verwandlung in eine Porzellanpuppe. Mit dem Besen hätte sie ein paar Ratten vertreiben können, doch der Weg dorthin war versperrt. Ein riesiger Schrank versperrte den Weg. Er war zu hoch, um hinüberzuklettern. Die Tür war verschlossen. Was ist mit dem? Achso, die Scherben. Deswegen brauchte sie das Bild. Sie wusste nicht, was die Ratten von ihr wollten. Sie wollte es auch gar nicht herausfinden. Sie wollte nur fliehen. Der Schrank hatte ein riesiges Schloss. Ihre Mutter schloss alles ein, was gefährlich war. Die Katze, der rattengrößte Feindin, war in einen Käfig gesperrt. Während eines rasanten Kampfes, der Schlüssel gehörte zum Tresorschrank ihrer Mutter.
Die Prinzessin hatte eine Waffe, aber ihr wurde klar, dass es zu viele Ratten waren, die sie verfolgten. Ihr Vater war sehr stolz auf die größte Lampe im Haus. Es war schwierig, aber schließlich gab das Seil nach. Aha. Und dann ist sie hierhin geflohen. Das Seil war zu kurz. Die Prinzessin fiel hin und verletzte sich am Bein. Sie musste sich erholen, bevor die Ratten sie über die Leiter verfolgten. Das Haus der Familie hatte bekanntermaßen eine riesige Bibliothek. Die Eltern sammelten Bücher aus aller Welt. Oh, wieder Ratten. Die Prinzessin überlegte kurz, in ihr Zimmer zurückzukehren. Hat sich dann aber doch... Die Ratten waren schnell und versperrten ihr bald schon wieder den Weg. Meine Güte. Was mache ich denn jetzt? Bis hierhin bin ich gekommen und dann... Bin irgendwie irritiert. Das Seil ist ja zu kurz. Ist hier irgendwas? Ach so. Der Bogen fiel um und schloss die Ratten ein. Dann nimmt sie sich die Leiter, oder? Ja, genau. Kann da rüber, alles klar. Nimm den Regenschirm. Und die Schuhe alle. Was sind das für böse Ratten? Das Mädchen bekämpfte sie direkt vor der Ausgangstür. Ein neuer Freund erschien. Er war stark. Gegen ihn kamen die Ratten nicht an. Eine der Ratten war größer und dicker als der Rest. Sie hatte einen Zauberstab, mit dem sie das Mädchen in eine Puppe verwandelte. So wurde Mary in eine Porzellanpuppe verwandelt. Ich muss ihr helfen. Ach, so war das also. Okay. Und haben jetzt eine Girlande. Das war jetzt echt spannend. Also so eine kleine Zwischenstory, wie das alles überhaupt so gekommen ist. Das heißt, die Porzellanpuppe ist eigentlich nur ein ganz normales Mädchen und der Nussknacker ist bestimmt halt auch ein richtiger Prinz. Sieh dir nur den schönen Festschmuck? Ja, ja, das hatten wir ja schon. Ich überlege gerade, wie wir die Katze befreien können, aber ich glaube, das geht immer noch nicht. Ich weiß nicht, ist hier aber noch irgendwas? Können wir damit... Dem Drachen vielleicht jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie nix. Ich sollte versuchen, das Eis zu schmelzen, ja. Aber wie? Ich komme da oben auch irgendwie gar nicht ran. Einen Schlüssel habe ich dafür auch nicht. Ich glaube, ich nehme mir mal einen Tipp. Hänge die Girlande an die Küchentür. Warum? An die hier? Ist das die Küchentür? Hä? Ich weiß nicht, ist das die Küchentür? Ach so, natürlich. Ja, ja, ja. Klar, weil der wollte doch Schmuck haben. Okay, dann ist das hier die Küchentür. Jetzt freut er sich. Und jetzt dürfen wir auch durch. Nun, da die Tür geschmückt ist, kann sie sich nicht mehr beschweren. Ich möchte auch keine Türen haben, die sich bei mir beschweren. Aber jetzt wissen wir ja, was wir tun sollen, damit sie nicht mehr schlecht gelaunt sind. Du meine Güte, der Tisch zerbricht ja fast unter der Last all der Weihnachtsleckereien. Da war wohl jemand fleißig in der Küche, wenn ich doch nur Zeit für ein paar Leckerbissen hätte. Princess Mary wasn't spoiled like some royalty are. Her smile always lifted me right out of my sorrows.
The Rat King wanted Mary from the moment he saw her. His curse turned me into a nutcracker. Mary became a doll. We soon came to life as toys, but by then we'd been separated. The only thing that can break the Rat King's curse now is our love. Ach, schön. Ein kopfloser Hund. Da war wohl jemand unachtsam. Der Käfig ist zu verrostet, um ihn zu öffnen. Das schreit förmlich nach Öl. Ohne einen Knauf kann ich es nicht öffnen. Ach ja, und dann auch noch diese dramatische Musik. Diese Ablage ist ganz schön verstaubt. Ich sehe nichts. Ich habe einen Lappen. Oh, unter dem Staub war ein Symbol. Und ich habe das zufällig. Den Stern. Passt perfekt. Was haben wir hier? Schachfigur. Nee, Gewichte. Und? Was ist das? Ein Freskenstück. Okay. Was haben wir hier? Ein hübsches kleines Teeservice, wenn es bloß vollständig wäre. Ah, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Und hier? Der Wasserkessel ist leer. Was für eine schöne Metallblüte. Schade, dass sie an einem Metallstiel befestigt ist. Ja. Habe ich irgendwas, was hier gerade noch hilft? Habe ich jetzt irgendwas? Gab es nicht irgendwo ein Freskenbild, wo ich meinte, da fehlt ein Teil? Ich weiß gerade nicht. Aber warte mal, mit dem Krug können wir doch zumindest schon mal den Kessel füllen. Wunderbar. Ja. Wenn ich Feuer hätte, könnte ich dieses Holz anzünden. Feuer. Brauchen wir ja sowieso, um draußen auch in der Truhe das zu schmelzen. Ah, hier. Das muss eine Art Rätsel sein, wie es wohl funktioniert. Vielleicht brauche ich Gewichte, um das Katapult zu bedienen. Hab ich sogar. So. Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Wo soll denn das überhaupt hinfallen? Ah, das war doch gut. Voll in den Turm. Aber das war anscheinend nicht richtig, oder was? Info. Zerstöre das Schloss. Klicke auf ein Gewicht und stelle es unter das Katapult. Klicke dann auf das Katapult, um einen Schuss abzufeuern. Treffe die roten Knöpfe aus den Türmen. Die roten Knöpfe. Also die hier. Dann ist bestimmt das ein bisschen zu viel Gewicht gewesen. Ich brauche noch ein bisschen weniger. Vielleicht stattdessen so ein. War das jetzt nicht der... Oder war das der rote Knopf hier? Hä? Nee, damit sind diese roten Knöpfe gemeint. Dann habe ich doch schon einen getroffen. Komisch. Nehmen wir mal alle drauf. Das war zu viel des Guten. Ich will eigentlich, dass er diesen Knopf hier mal trifft, aber das ist irgendwie ein bisschen komisch hier auch, finde ich. Alles nicht so einfach. Wenn ich wenigstens einmal treffen würde, so ist es... Wie soll ich denn diesen roten Knopf... Ich verstehe das irgendwie gerade noch gar nicht. Es muss halt auch mal klappen, damit ich das kapiere. Klappt irgendwie gar nicht.
Das war fast. Vielleicht noch einen kleinen mehr. Das war doch jetzt voll auf den roten, oder nicht? Das ist doch so ein... Oder ist das damit gemeint? Aber das ist auch irgendwie komisch. Das heißt erneut. Nur so fliegt er ja auch fast eigentlich rüber. Den kleinen braucht man also schon. Sonst fliegt der auch gar nicht rüber. Irgendwie komisch alles. Tja. Zerstöre das Schloss, klicke auf ein Gewicht und stelle es unter das Katapult. Klicke dann auf das Katapult, um einen Schuss abzufeuern. Treffe die roten Knöpfe aus den Türmen. Und ich habe irgendwie noch nicht einen getroffen. Ich versuche jetzt mal, das rote Ding hier zu treffen. Ja. Das versuche ich jetzt einfach mal. Jawohl. Okay, die waren also noch nicht frei. Ja, okay, also der Knopf. Jetzt soll ich den treffen. Ah, jetzt verstehe ich wenigstens, was die wollen. Immer noch nicht. Nehme ich den kleinen mal weg und nehme den. Nee, ein bisschen weniger. Stattdessen mal den. Haha, okay, jetzt. Alles klar. Jetzt soll ich den natürlich treffen. Ein bisschen weniger. Immer noch zu viel. Läuft. Super. Jetzt geht das auch. Vorher war das halt nicht frei, aber naja, okay. Muss man erstmal drauf kommen. Jetzt war das auch gar nicht so schwer. Cool. I'm alive. I'm alive. Oh, thanks for rekindling my fire. But the rats will only blow me out again. Take me with you. I can help. I promise. Okay, ich nehme dich quasi Liegekerze mit. Okay, ein sprechender Kerzenleuchter. Erinnert mich ein bisschen an die Schöne und das Biest. So, jetzt können wir ja Feuer machen. Dann soll er das mal machen. Hervorragend. Gut. Dann haben wir ja jetzt was zum Schmelzen. Was mache ich denn jetzt mit dem heißen Wasser? Am besten mal. Hier fehlt das Geschirr. Das kann ich noch nicht machen. Was, hier ist die Rose. Ach, das hatten wir noch nicht. Diese Truhe ist verschlossen. Da kann ich aber so einen Drachen einsetzen. Da gehören die hin. Okay, cool. Fehlen aber noch zwei. Dann kann ich sie auch öffnen. So. Der ist verrostet. Da brauche ich Öl. Das habe ich noch nicht. Da brauche ich einen Knauf. Den habe ich auch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Dem kann ich anscheinend immer noch nicht helfen. Das ist dann wohl so. Aber dann kann ich das hier draußen endlich mal schmelzen. Cool. Was ist jetzt hier? Wie geht das? Moment.
Finde mit Hilfe des Dietrichs die Kombination, mit der sich das Schloss öffnen lässt. Steuere den Dietrich mit Hilfe der Pfeile am Griff. Nicht alle Zylinder müssen so oft angeklickt werden, bis alle Kreise rot aufleuchten. Wie? Dann ist es ja noch schwieriger. Ach so, okay. Bestimmt alle. Ja, alle. Der hat auch gereicht. Super, ich komme gut voran. Machen wir mal hier wieder alle. Ach, das klappt gut. Nein, schade. Jetzt habe ich das so gut hingekriegt. Fast in einem Durchlauf. Das war auch nicht richtig. Ich habe mir natürlich jetzt nicht alles gemerkt. Hier vielleicht einer? Bitte lass es einer sein. Oh Mann. Schade. Also der letzte dann alle. Alle oder keiner. Was war das hier? Zwei? Oh, ich hab's schon wieder vergessen, der vorletzte. Mein Gedächtnis ist ja auch sowieso ein Sieb. Warum ging das jetzt nicht? Dann gar keiner, oder was? Bin ich irritiert. Ach, gar keiner. Das war ja gemein. Der letzte war gar keiner. Und ein Wimmelbild. Ach nee, das machen wir aber im nächsten Part. Ich sehe das schon. Die Zeit rinnt mir hier sonst wieder davon. Wir sehen uns im nächsten Part von Christmas Stories, der Nussknacker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.